Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Resident Evil 3 Remake Guide, in dem ich euch sagen will, wie ihr diesen bösen jungen Nemesis am besten besiegen könnt. Wir werden am Anfang zuerst mal ein bisschen aufs Setup eingehen und danach werde ich euch allgemeine Angriffsstrategien und Vorgehensweisen erklären, die hier am besten klarkommen, damit ihr auch möglichst bald das Erfolgserlebnis habt, Nemesis auf Albtraum oder Inferno besiegt zu haben. Fangen wir an mit den Shop-Items. Da ihr auf Albtraum oder Inferno spielt, solltet ihr den Shop natürlich logischerweise schon freigeschaltet haben. Ich empfehle hier, je nachdem, was ihr schon gekauft habt oder wenn ihr noch Punkte habt, auf jeden Fall das Stars-Feldhandbuch mitzunehmen, weil dadurch wird es wesentlich leichter für euch auszuweichen, und ausweichen müsst ihr hier auf jeden Fall lernen. Dann die Sturmmünzen könnt ihr euch eigentlich größtenteils sparen, außer wenn ihr in Inferno mit der Magnum, also der Lightning Hawk, gehen wollt oder auf Albtraum oder Inferno mit der Samurai Edge. Ansonsten ist es so, dass ihr für Albtraum eigentlich keine Verteidigungsmünzen braucht, da ihr einen Schlag sowieso überleben werdet. Außer ihr habt zwei Verteidigungsmünzen, dann überlebt ihr in Albtraum und in Inferno sogar zwei Schläge von Nemesis. Das kann es euch erheblich einfacher machen. Aber auf Albtraum nur eine Münze zu kaufen lohnt sich nicht, da ihr sowieso mit dem zweiten Schlag dann tot seid und einen Schlag ohnehin überlebt. Erholungsmünzen kann ich jetzt für den Kampf gegen Nemesis nicht so empfehlen, weil bis ihr euch da erholt habt, wird dann auch schon der zweite Schlag von Nemesis kommen und euch natürlich töten. Deswegen würde ich das Geld dann lieber in andere Objekte stecken, wie zum Beispiel die Raiden. Die ist die Waffe erster Wahl, wenn ihr Nemesis besiegen wollt. Vorausgesetzt, ihr könnt euch nicht den Raketenwerfer leisten, dann geht ihr mit dem Raketenwerfer, dann könnt ihr ein bisschen aggressiver spielen. Aber ich denke, dann bräuchtet ihr vielleicht das Tutorial auch nicht, deswegen widmen wir uns jetzt den anderen Möglichkeiten. Wenn ihr noch Punkte braucht übrigens, dann könnt ihr auch mal in meinem Shopping Guide reinschauen. Den verlinke ich euch dann hier oben, wenn er die nächsten Tage erscheint. Da gibt es auch ein paar Tipps, wie ihr relativ schnell Punkte farmen könnt. Das beste Setup, abgesehen von einem Raketenwerfer, ist, wenn ihr euch die Raiden holt, ein Stars-Feldhandbuch und zwei Verteidigungsmünzen, wobei ihr die erst für Inferno braucht. Für Albtraum braucht ihr die Verteidigungsmünzen nicht. Könnt ihr euch die Raiden leisten, dann geht mit der. Könnt ihr euch die Raiden nicht leisten, dann holt euch die G18 mit dem Feuerstoßmodell. Die macht eine Blase quasi kaputt mit drei Schüssen, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Und das ist auch, denke ich, der Way to go. Ansonsten nehmt ihr natürlich mit an Heilungsmittel, was geht, weil wenn ihr getroffen werdet und die Möglichkeit nochmal habt, euch hochzuheilen, bringt euch das natürlich wesentlich weiter. Wenn ihr mit der Lightning Hawk spielen wollt, müsst ihr schon mit Sturmmünzen arbeiten, damit sie mit einem Schuss eine Blase zerstört. Und die Lightning Hawk hat auch nur 8 Schuss, da müsst ihr relativ schnell nochmal nachladen. Wenn jeder Schuss ein Treffer ist, ist es okay. Dann habt ihr nämlich hier mit 7 Schuss nochmal down. Oder alternativ könnt ihr auch hier mit der Samurai Edge gehen. Da braucht ihr zwar auch die Sturmmünzen, aber braucht nur zweimal zu schießen. Das könnt ihr eigentlich relativ dicht hintereinander. Ja, und ihr seht schon, der kann auch bis zu 8-mal hintereinander zuschlagen, hat er kein Problem damit. Der Granatwerfer und die Schrotflinte sind übrigens keine Option, weil ihr mit dem Granatwerfer, selbst wenn ihr irgendwas trefft, nicht besonders viel zerstört, und ihr müsst noch weit hochzielen, damit ihr überhaupt trefft, und ihr seht schon, das Ding ist trotzdem nicht kaputt. Wenn ich so schieße, dann trifft ihr gar nicht. Also wie gesagt, Granatwerfer nicht zu empfehlen. Mit der Schrotflinte ist es ähnlich, ihr seid einfach viel zu weit weg, um hier effektiv Schaden zu machen. Und so nah ranzugehen empfehle ich euch einfach nicht. Der Vollständigkeit halber hier mal das Sturmgewehr mit unendlich Munition noch. Ja, das geht auch. Ihr müsst dann ausweichen und direkt schießen in dem Moment, wo es drauf geht. Ah, ihr seht schon, ihr müsst nachladen, dann werdet ihr getroffen. Also ich kann es nicht wirklich empfehlen. Und ihr müsst öfter schießen, das heißt, bis so eine Blase kaputt geht. Ihr seht schon, selbst mit Sturmmünzen, ihr müsst nochmal ausweichen zwischendurch. Und dann ist jetzt auch gleich meine Munition schon leer. Er hat hier den Arm dazwischen, die Raiden würde hier durchschießen. Der hier nicht.
Und ich weiß auch gar nicht, wie oft der noch schießen will. So, jetzt will ich nachladen. Das geht auch nochmal Zeit drauf. Ich treffe den hier gar nicht rechts. Also ihr seht schon, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Das Geld für den Endgegnerkampf steckt ihr dann lieber in andere Items. So, auf den Raketenwerfer will ich doch noch nur ganz kurz eingehen. Wenn ihr den habt, könnt ihr halt bisschen aggressiver spielen. Hier ausweichen müsst ihr trotzdem. Könnt einfach links, rechts mit ein, zwei Schüssen inklusive ausweichen, könnt ihr ihn direkt hier down holen. Dann könnt ihr hier einmal ausweichen. Und dann am besten ganz aggressiv links, rechts mit dem Raketenwerfer. Dann habt ihr das hier relativ schnell. So, der Kampf startet. Ihr macht hier erstmal auf, dann könnt ihr hier nach rechts laufen. Einmal am besten ausweichen drücken, damit ihr euch nicht trefft, sollte er gerade euch angreifen. Die Granate lasst ihr am besten liegen. Die macht die Blasen nur kaputt, wenn ihr relativ nah dran seid. Und da würde ich euch empfehlen, Abstand zu halten. Dann wartet ihr, läuft ihr nach links. Da greift er euch auch direkt schon an. Manchmal macht er halt so ein... Er greift hier auch schon sehr oft an. Ja, jetzt wollte ich nachladen, war immer zu früh. So. Normal macht er da so einen Stampfer. Wenn er hier die Bewegung von links macht, wo er so schert, dann macht er anschließend eine Bewegung nach rechts. Die Zeit könnt ihr nutzen zu heilen, um nachzuladen oder um zusätzlichen Schaden zu machen, indem ihr weiter drauf schießt. Wenn ihr hier mit dem Feuerstoßmodell geht, behaltet die Munition im Auge, dass ihr nicht plötzlich Auto nachladet. Jetzt kommt er hier nochmal, da weiche ich mal aus. Ihr müsst halt das Ausweichen üben. Jetzt war ich zu früh. Wenn ihr die Tasten spammt, habt ihr vielleicht noch Glück. Da wir jetzt zwei Verteidigungsmünzen haben auf Inferno, haben wir das überlebt, können uns nochmal hochheilen und haben hier die Chance halt weiterzumachen. Ja, da hatte ich mich zweimal getroffen. Am besten ist immer Ausweichen und dann seid ihr auch direkt drauf. Jetzt schon wieder dank den Verteidigungsmünzen überlebt. Wenn ihr getroffen werdet und die Ausweichentaste ganz schnell spammt, dann habt ihr noch eine Möglichkeit, dass ihr euch schneller von einem Schlag erholt. Und wenn kein schneller Schlag hinten dran kommt, dann könnt ihr vielleicht dem nächsten Schlag auch ausweichen. Aber ihr seht schon hier auf Inferno, es ist sehr aggressiv. Jetzt konnte ich gar nicht schießen, musste zuerst ausweichen. So, dann haben wir das erstens geschafft. Das hier ist jetzt auch wieder perfekt, um nachzuladen. Also wir machen erst die linke Seite, schieben das dann hier rein. Wenn ihr die Ray Dan habt, müsst ihr natürlich nicht aufpassen, wie es mit dem Nachladen ist. Das ist eigentlich besser. So, jetzt kommt gleich wieder ein Schlag. Die Schläge müsst ihr einfach auswendig lernen und wissen, wann ihr da ausweicht. Den hier treffe ich auch nie. Damit ihr euch quasi nochmal hochheilen könnt. Jetzt kommt der Arm von rechts. Da müsst ihr einfach ein bisschen Zeit investieren. Jetzt können wir den Arm zum Nachladen benutzen. Und jetzt kommt ein Schlag. Da müsst ihr halt einfach, wie gesagt, lernen, wann kommt wie welcher Schlag. Jetzt würde ich sagen, dass wir zuerst den hinten nehmen. Das schlage ich vor, dass wir anschließend den von vorne machen können. Jetzt müsst ihr hier schon wieder aufpassen. Da kann sehr schnell kann direkt ein Schlag kommen. Ja, jetzt nämlich schon. Kommt direkt der nächste. Und das ist das, was ich meine. Manchmal ist so eine Verzögerung drin. Deswegen, wenn ihr die Schläge 2 überlebt, habt ihr schon sehr gute Chancen. Und hier nochmal ausweichen, da kommt direkt der nächste Schlag, da müsst ihr und direkt nochmal der nächste, direkt nochmal ausweichen. Da könnt ihr gar nicht richtig durchschießen mit eurer Waffe, zumal die sowieso gerade nicht trifft. Ich weiß nicht warum, aber muss ich gleich aufpassen, weil jetzt will Jill nachladen. Ja, es waren jetzt viele Schläge hintereinander, jetzt wird auch schon unsere Munition knapp. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche da haben, ich habe mir jetzt nicht genug mitgeholt. Ich dachte eigentlich hier Ray Dan und so. Aber die Ray Dan haben wir nicht dabei und wir haben nicht genug Munition. Ich hätte hier noch Schießpulver gehabt, also das vorher alles kombinieren, so viel Munition mitnehmen wie möglich. Dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Ausweichvarianten mit der Ray Dan. So, wir gehen auch hier wieder direkt auf die rechte Seite, sammeln da alles mit. Aber ihr habt gesehen, mit der G18 ist es natürlich auch möglich, vorausgesetzt ihr habt genug Munition dabei. Mit der Ray Dan ist es relativ entspannt.
Ihr müsst immer ein bisschen warten, bis der anvisiert, aber vom Ausweichen her, jetzt haben wir Zeit, während die rechte Seite kommt, können nochmal schießen. Und jetzt greift er uns an, dann können wir nach jedem Ausweicher, zu früh ausgewichen. Aber wieder Glück gehabt, gerade am Anfang, dass er nicht so oft hintereinander. Jetzt nochmal ausweichen, schießen und... Ach, das ist immer der kurze, hier links am Anfang. Nachher kommen die auch schneller. Am besten behaltet ihr immer den oberen Bildschirmrand im Auge, dass ihr seht, in dem Moment, wo der Schlag oben am Bildschirmrand vorbeihuscht, drückt ihr dann einfach die Ausweichen-Taste. Hier wäre wieder die Möglichkeit nachzuladen, aber das brauchen wir mit der Raiden nicht. Hier könnt ihr auch noch keinen Schaden machen. Ihr müsst da sowieso immer noch ein bisschen warten am Anfang. So, jetzt kommt der Schlag von rechts. Da haben wir wieder zwei Möglichkeiten, oder? Ja, hier und dann direkt nochmal. Nochmal ein Schlag. Und jetzt kann es sein, dass er genau von oben haut. Ich rate euch auch einfach nur die Ausweichen-Taste zu drücken. Nicht nach links, nach rechts. Am einfachsten ist es nur auf die Ausweichen-Taste zu konzentrieren. Es gibt auch Leute, die hier einen Speedrun machen und direkt schon das zweite dann aktivieren können. Und die mehr Seitwärtsschritte macht. Aber das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ich rate davon dann eher mal ab. Das ist noch schwieriger. Und hier müsst ihr aufpassen, da kommen sehr viele Schläge hintereinander. Gerade nochmal Glück gehabt. Auch beim Heilen müsst ihr aufpassen. Weil ihr ein kurzes Delay habt, bevor ihr ausweichen könnt. Die kommen jetzt nochmal schnell. Immer den oberen Rand im Blick behalten. Und am besten bleibt ihr in der Zeitlupe drin. Da müsst ihr auch aufpassen, was uns jetzt getötet hat. Das war eine Blase, die geplatzt ist. Und die Säure hat uns leider getroffen. Das ist halt einfach Pech. Ihr könnt euch dann die Stelle merken, wie ihr standet. Und dann das nächste Mal ein bisschen weiter links, rechts oder nach hinten gehen. Wenn euch dann natürlich so eine Säureattacke trifft, dann ist halt wirklich Pech. Die holt euch dann einfach mit. Stunt euch quasi kurz und dann kann er euch halt treffen. Raiden hat übrigens den Vorteil, dass wenn ihr gerade erfolgreich ausgewichen seid, direkt auf die Schwachstellen zielt, was natürlich andere Waffen auch machen, aber die Raiden geht komplett durch. Wenn ihr das Feuerstoßmodell benutzt, dann kann es sein, dass ihr auch mal andere Stellen trefft und die Raiden, wenn ihr dann abzielt, während ihr bzw. kurz nachdem ihr ausgewichen seid, dann visiert ihr direkt die Schwachstellen an. Braucht nur einfach anzuvisieren, ihr zielt direkt drauf, abzuziehen und direkt wieder aufs Ausweichen konzentrieren. Also hier die Patterns einfach üben. Es hat bei mir auch so 2 Stunden gedauert und dann könnt ihr auch hoffentlich relativ schnell gegen Nemesis nochmal triumphieren. Denkt dran, immer den oberen Bildschirmbereich im Auge zu behalten. Das Starsfeld-Handbuch hilft euch sehr viel. Und dann gibt auch dieser Bad Boy endlich den Geist auf. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial behilflich sein. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und seid auch gerne das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt... Hey, oh.